Jemima, 18 Monate alt, hat ein Problem. Ihr kleines Spielzeug auf Rädern will einfach nicht so richtig rollen auf der holprigen Terrasse. Für Mutter Sammy stellt sich da die Frage, was tun mit dem Stück Freifläche hinterm Haus? Neu pflastern ist zu teuer, Rasen zu Pflege aufwendig. Doch zum Glück gibt es Anthony, den Mann mit dem drolligen Auto. Und einer noch viel lustigeren Geschäftsidee. Anthony verlegt Kunstrasen. Verdreifacht haben sich die Verkaufszahlen in diesem Jahr. Schuld daran ist mit der heiße, regenarme Sommer auf der Insel. Man muss ihn weder schneiden noch sprengen. Und damit bietet dieser Untergrund sicheren Spaß für die ganze Familie. Kunstrasen, ausgerechnet im Land des traditionell makellos gepflegten Grüns. Wohin soll das nur führen? Wimbledon auf künstlichem Untergrund etwa? Oder der heilige Rasen von Wembley aus Plastik? Unvorstellbar. Tatsächlich aber wurde das letzte Match in Wembley auf einem zu 10% künstlichem Untergrund ausgetragen. Da ist es beruhigend, dass es noch Menschen gibt, die wahre britische Werte hochhalten. Menschen wie Penny Bennett. Ich liebe den Geruch des Rasens und wie er sich anfühlt. Er sieht wunderschön aus und es gibt nur wenig, das britischer wäre als dies. Doch zurück zu Jemima und Sammy. Dort haben die Männer vom Kunstrasenverlegeservice in kürzester Zeit wahre Wunderdinge vollbracht. Mit beeindruckendem Vorher-Nachher-Effekt. Es ist absolut fantastisch. Ich bin begeistert. Es sieht noch viel besser aus, als ich gedacht habe. Auch Jemima scheint glücklich. Nur das mit dem Schiebespielzeug will immer noch nicht so recht klappen. Aber mit ein bisschen Übung, vielleicht bald, ist eben noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, so ein englischer Kunstrasen.